Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und hier ist die Mathilde beim Treppenbau. Hi. Jetzt habe ich keine Pflastersteine mehr für weitere Treppen, aber ich habe es fast bis nach ganz unten geschafft. Na. No. Wird. Ich dachte mir, man könnte unser Inneres hier mal ein bisschen aufhübschen. Ja. Was wollen wir heute machen? Ich weiß es nicht. Schlag du was vor? Dann Verteidigung. Okay. Warte mal. Ich kann hier mal die Blade Traps, die wir haben, mal irgendwo hinschmeißen. Hättest du sie auch einfach da drin lassen können, aber. Wieso? Kann man doch jetzt schon aufbauen, oder nicht? Achso, es klang gerade so, als ob du sie mir irgendwo hingeschmissen hast. Nein, ich soll die verkabeln. Du sollst sie verkabeln, ich platziere. Keine Lust zum Verkabeln. So, weil hier unten in der Ecke, da kommen sie ja meistens runter. Da kann man sie ja schon mal. Ach so, halt. Bevor wir irgendetwas machen. Was denn? Wir müssen. Oh, seitlich hier so. Ja, was denn? Wir müssen eine Schweigeminute einlegen. Ach ja. Es ist nämlich in der Nacht etwas Furchtbares passiert. Und zwar in Realität. Der liebe Heinrich hat nämlich Wäsche gewaschen. Und unsere Waschmaschine ist bei uns in die Küchenzeile so mit integriert. Also wir haben da eine Arbeitsplatte drüber. Und direkt... Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Direkt über der... bei der Arbeitsplatte, bei der Küchenzeile, steht unsere Koffeinversorgung. Sprich der Kaffee, der Cappuccino. Cappuccino bewahren wir in einem Glas auf. Und wurde durch die Vibration der Waschmaschine leider die Arbeitsplatte in Bewegung versetzt. Und das Cappuccino-Glas ist immer weiter nach vorne gewandert. Was darin resultiert hat, dass es auf den Boden gefallen ist. Zerbrochen ist. Kein Capo. Das war unser letzter Cappuccino. Es war voll. Es wurde erst gestern aufgefüllt. Das heißt, jetzt ist der Cappuccino alle. Kein Cappuccino für Mathilde morgen. Heinrich hat seinen Kaffee. Mathilde, du ihr Cappuccino. Ich habe aber auch meinen Capo. Ich hätte auch jetzt gern einen Capo getrunken. Also man könnte ihn jetzt trinken, wenn man ihn filtern würde. Mit den ganzen Glasscherben raus, weil das war so ein Glasbottich, wo das drinne war. Ja, ein bisschen Glas so in der Lunge ist ja, glaube ich, nicht schlimm, oder? Also, ich würde mir auch Gedanken machen, weil eigentlich hat auch Cappuccino nicht unbedingt was in der Lunge zu suchen. Was nicht zu suchen? In der Lunge, Cappuccino. Also wenn du normal so, trinkst... Ja, stimmt, die Speiseröhre. Sollte das in der Speiseröhre landen. Ich weiß ja nicht, wie du normalerweise trinkst, ja, aber bei mir landet das Getrunkene in der Speiseröhre. Ich trinke den Capo und ich schlürf ihn so, schnief ihn weg. Ach so, reparieren könnte ich auch gleichzeitig mal, sehe ich gerade. Ach, das kostet auch. Ich repariere auch mal die Blade Traps. Wenn ich schon welche aufstelle, kann ich auch die, die wir haben, reparieren. Mach mal. Ich stelle hier gerade noch Eisenfallen auf. Mach das. So, damit ist dieser Graben soweit fertig und wir haben hier nur noch diesen Übergang. Jetzt haben wir gar nicht die Schweigeminute gemacht. Ja, die Schweigeminute. Willst du schweigen? Mach mal jetzt. Nein! Entschuldigung, ich bin gerade Graben gefallen. Ja, so ernst ist dir mit der Schweigeminute. Du trinkst doch keinen Kaffee. Ja, ich bringe mich hier gerade in-game um. Mhm. Sorry. Du verstehst den Ernst der Lage gar nicht. Du wolltest so tun, als ob überhaupt nichts passiert ist.
Das interessiert doch niemanden da draußen, ob unser Kapo jetzt Müll ist oder nicht Müll. Die trinken gerade bestimmt Kapo und lachen uns aus. Wahrscheinlich. Aha, wir haben Kapo, ihr nicht. Finde ich gemein. Ja. Ich finde diese Idee gerade mit Blade Traps an den Wänden auch gar nicht so verkehrt. Mach mal. Ja, man könnte ja hier so ein, zwei Betonframes so nach vorne rausgucken lassen und die dann halt hier so hinstellen. Naja, mal gucken. Nein! Nein! Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Alles gut. Hast nur die eine aufgestellt oder noch mehr? Bisher nur die eine. Okay. Aber was sagst du dazu? Die greifen doch hier wahrscheinlich die Mauer wieder an. Dann kann man doch hier so... Die können wir auch an der Mauer einfach dranhängen. An der Mauer, die wir schon haben. Oh oh. Ja, ich weiß auch. Bist du Messstrip da? Da unten links. Der ist nicht tot. Jetzt ist sie tot. War gut. Ich kann ja mal eine an die Wand anbauen, dann überlegen wir uns das nochmal. Mach mal. Jetzt. Achso, ich kann sie ja nicht anbauen, weil. Oh, ich sehe gerade, ich. Ah, weil alles zerstört, die Fackeln und. Ja, wird nichts. Ja, gut, die Fackeln kannst du ja wegnehmen, das ist ja nicht das Problem. Ich hier meine Fackeln weg. Warte mal, ich brauche. Stahl und wahrscheinlich auch Beton. Wo ist denn der Stahl hin? Geschmiedeten Stahl habe ich noch, so 352 zum Reparieren der Blade Traps. Ah, ich brauche nämlich auch Stahl zum Reparieren der Blöcke. Welche Blöcke? Die Stahlbetonblöcke. Hier unten? Ja. Dann repariere ich die doch gleich mit. Kann sein, dass du dafür auch noch Zement brauchst. Ah, ich brauche Zement, hast du recht. Haben wir noch Zement? Ich guck gerade mal. Ich meine, ansonsten lässt sich sehr schnell Zement herstellen. Ich meine, Betonmischung. Ja, wir haben noch 1000 Betonmischung, haben wir noch. Bringen wir was mit? Ja, ich bringe. Wo bist du? Da. Da. Bitteschön. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, dann. Die du repariert hast, male ich an. Das Mann, das Reparieren dauert ja hier. Welcher? Oh, der unten. Hier war auch gerade was. Machen die ganz schön was kaputt, die Zombies. Ja. Oh, die halten wenigstens auch ein bisschen mehr. Deine komischen. Sechs habe ich noch. Ich guck erstmal, was wir oben brauchen, was wir oben noch verbrauchen und dann. Was hast du noch? Sechs? Sechs Blade Traps. So. Was sagst du denn? Stahl. So, ich nehme jetzt mal einen Erste-Hilfe-Kasten. Ne? Wofür? Um mich zu heilen. Hast du dich gerade verletzt? Bisschen. Ach ja, hier ist, hast du Beton reingemacht. Hm? Oh. Na. Ja.
Hätte ich das gewusst, hätte ich dann noch Pflasterstein reingepackt. Da habe ich mich... Ich baue Warte, doch gerade ein. Ah. Wie ist, ich habe immer hier Steinblöcke. Du hast da schon ein bisschen Beton vorgemacht, weil das direkt unser Eingang ist wahrscheinlich. Ja, ich habe den ganzen Gang mit Beton vollgekloppt. Boah. Also der ganze Gang, den du da so toll produziert hast, habe ich zu betoniert. Jo. Ja, Gänge dachte, kannst du jetzt... Oh, Gänge kannst du knicken. Also, die sehen das und greifen direkt drauf an. Oder ein. Schade, kann man nicht mehr so lange Tunnel bauen. Ist schade. Du weißt ja, wie gern ich Tunnel gegraben habe. Ja. Haben sie mir jetzt kaputt gemacht. Du bist durstig, ich trinke Flüssigkeit. Ich war mal ein Tunnelgräber. Jetzt bin ich arbeitslos. Heinrich, der arbeitslose Tunnelgräber. Oh. Wenn sie von hier runterfallen, dann fallen sie gleich ein bisschen tiefer, ihr Schweine. Ach Mist, da komme ich nicht hin. Scheibe. Ups. Verdammt. Verdammt. Ich habe, glaube ich, unterbewusst diesen Cappuccino-Verlust noch nicht überlebt. Ich bin in die Erde gefallen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Du bist in die Erde gefallen. Ja, ich bin hier so in die Erde gefallen. Wo bist du, Tussi? Ich höre dich. Da bist du. Oh, war das dein Arm? Entschuldigung. Kannst du nicht einfach so den Tussis die Arme abschießen? Wieso nicht? Hast doch gesehen, dass ich das kann. Ja, gemeint von dir. Ja, ich könnte hier Blade Traps machen. Also, verkabeln. Ja. Ich warte nur drauf, dass die aufs Gitter gestellt werden. Ich bin jetzt auf dem Gitter. Oh ja, ich sehe dich. Hallo. Hallo, Heinrich. Hallo, Heinrich. Boah, die sehen echt scheiße aus. Und hier fehlt es echt an Stacheldraht. Die haben ja echt alles gut weggerupft. So. Weiß gar nicht, ob da zwei hinpassen. Nee, passt nur noch einer hin, ne? Schade. Ein da. Oh, ob ich da hinkomme? Das weiß ich ja nicht. Hier passen hoffentlich zwei hin. Da komme ich tatsächlich nicht hin. Verflucht. Oh, und jetzt ist genau das, was ich gebaut habe, mir voll im Weg. Wir haben noch drei Blade Traps übrig. Hm? Drei Zombies. Vier. Fünf, sechs. Ah, eine kleine Horde kommt zu dir. Die arbeiten sich durch den Berg. Ja, ich hör's. Die machen irgendwas Metallisches kaputt. Ja, das sind doch die Stacheln. Oh, ich glaube, die sind schon alle tot. Sind durch die Stacheln gelaufen. Gut, Hammer. Reparieren.
Wo packen wir die anderen Blade-Traps hin? Huch, wo hängst du denn dran? Das sieht ja doof aus. Das wird so unsicher. Nee. Jetzt seitlich runter. Ja. Und zack. Haha. Ja, oder wollen wir die anderen Blade Shops erstmal als Reserve lassen und mal gucken, wie das mit der Wand funktioniert? Wie du wünschst. Dann lassen wir es mit der Wand erstmal so testmäßig. Oh, ich sehe gerade, du hast da ein Gerüst von und ich habe einen Zombie hinter mir. Hallo. Hast du noch mehr Blade Traps aufgestellt, die noch nicht verbunden sind? Ja, oben halt, ne? Oben 3 Stück. Ach, dann. Okay. Was machen die alles da in der Ecke? Ich guck da mal hin. Hallo. Was macht ihr denn da in der Ecke? Da hast du auch gut Stacheln hingeballert. Irgendwie mögen sie diese Ecke. Das mag ich wiederum nicht. Ach, ich wollte auch die verstärken, fällt mir gerade ein. Woher sollen die doch die Wand kaputt machen? Aha, dumme Kuh. So, jetzt kann ich... Ah! Hui, das war eng. Jetzt kann ich mein schönes Baugerüst hier wieder abnehmen. Dass es potenziell gefährlich wird. Ich glaube, diesen Graben erweitere ich. Noch hier so komplett lang. Wo bist du denn? Hier in der Ecke, wo sie gerade kam. Hallo Katze. Guten Morgen, kleine Katze. Hui. So, machen wir mal einen Test. Oh, will ich gucken. Oben laufen alle, das ist gut. Ja, die unteren interessieren mich. Ja, mich... Okay, oben ist auch noch genügend. Also, Power. Ja, sieht gut aus, 7 Stück oben. Ah, unten haben wir auch noch genügend Power. Ja, aber die Wand fehlt, die an der Wand ist. Die läuft noch nicht. Okay, die habe ich auch noch nicht verkabelt. Hm, aber ich wollte es nur sagen. So, jetzt ist sie verkabelt. Dann nochmal testen und ich will gucken. Toll, jetzt läuft hier ein Kabel durch den Gang. Egal. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt dir? Ja. Hauptsache, sie kappen wieder nicht die Stromkabel. Okay, gibt es hier noch was zu tun? Ansonsten würde ich mich um meinen Highway weiter kümmern. Wir brauchen nur noch Holz, also Stacheldraht und Stacheln, aber das kann ich auch machen. Ich mache den Graben hier noch ein bisschen tiefer. So, ich verlängere ihn erstmal so gesehen und dann mache ich dann ein bisschen Stacheln. Kannst dann Highway machen. Cool. Mal nur rausfinden, wo ich meinen Sand hingepackt habe. Ach nee, aber bevor ich das mache, kümmere ich mich mal um die Kohlegrube. Kohlegrube? Du meinst zum Schließen der Kohlegrube, weil ich habe die Kohle ja fast rausgeholt. Also fast oder komplett? Ja, es gibt ja vielleicht, wenn du noch ein bisschen Sand wegschaufelst, vielleicht nochmal hier und da einen Stein, okay. Aber
Die großen offensichtlichen, die habe ich alle weggehauen. Okay. Dann lasse ich dir sozusagen so eine kleine Tür da. Darauf wollte ich hinaus. Okay. Ob ich dir eine Tür da lassen soll. Vor allem, weil ja auch noch Eisen da ist. Ja, dann kann man da nochmal hin. Du kannst aber so von außen zumachen, dass es schick ist. Für dich. Oh, ist eine ganz schön tiefe Gruppe. Ja, immer der Kohle nach, ne? So, das Loch darf bleiben. So. Und ich habe auch gar keine Steine mehr. Hahaha. 92 ist die nächste blutrote Nacht, ne? 91. 91, okay. 84 plus 7. Mhm. 1300. Oder 70 plus 21. 1300. Wenn du ganz schnell, weißt du, wie du ganz schnell rausfinden kannst, ob sich etwas durch 3 teilen lässt? Scheiße, nee, wir brauchen ja durch 7, nicht durch 3. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Gut, tue ich lieben gern. Ich weiß. Ich überlege nur, ob wir noch irgendwo hinfahren sollten am nächsten Tag oder ob wir uns weiter der Verteidigung widmen sollten. Hm. Das ist, I don't know. Ich weiß. Warum frage ich ja? Du fragst mich, weil du weißt, dass ich es nicht weiß. Richtig. Gucken wir mal auf der Karte. Ich glaube, die Karte sind wir komplett abgefahren, oder? Ich glaube so ziemlich. Na, hier ganz unten, unten links waren wir noch nicht, aber das ist auch wieder so eine mehrere Tage Option. Oben waren wir auf jeden Fall an den ganzen Endpunkten. Hier auch. Na, vielleicht noch ein bisschen südlich der Wüste könnte vielleicht was sein, aber ja, unten links höchstens irgendwann. Das können wir nach der blutroten Nacht machen, bin ich, sage ich jetzt einfach mal so, weil da sind wir wieder ein, zwei Tage unterwegs. Oder warst du ohne mich unten links? Das, weiß nicht, ob wir uns damals aufgeteilt haben. Also, unten bin ich auf jeden Fall nach ganz unten gefahren, aber nicht nach unten links. Also, ob da wieder so ein Haus am Ende der Welt ist, keine Ahnung. Weil sonst haben wir dann quasi die ganze Welt erkundet. Das Einzige, was man machen kann, ist halt unten links nochmal nachgucken bei der Map oder die Wüstenmap. Da gibt es noch ein paar tolle Häuser, die man auseinandernehmen könnte. Hm. Sonst gehen uns langsam die Optionen aus. Ja. Also mit Erkunden ist nicht mehr viel. Leider, leider, hast du recht. Dumme Kuh. Dann kommt weg von meiner Verteidigung. Kommt zu mir. Hierher. So. Soldat, bleiben Sie stehen. Powerschlag, ich liebe ihn. Ah, da oben ist einer. Da könnte auch einer kriechen.
Da. Helfen wir mal den Armen. Dem armen Soldaten oder wem? Den armen Zombie, der oben langläuft, aber uns nicht sieht. Oh, der Arme. Ah doch, der sieht mich. Sucht bestimmt seine kleinen Zombie-Kumpels und keiner weiß, wo er ist. Na, fällt er. Da hast du aber Bouts gemacht. Mächtiger Bader-Zombie-Bum. Ja, der ist ganz schön runtergefallen, aber er konnte wieder aufstehen. Ich finde, wenn sie so von ganz oben irgendwie runterfallen, dann müssen ihre Gliedmaßen brechen oder so. Dann dürfen die nicht mehr aufstehen. Ach, was wir hier die Mutter Natur vergewaltigt haben, ey. Diesen Berg haben wir ganz schön auseinandergerupft. Oh ja. Von innen und außen. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ich sing. Oder steh dich. Du darfst das doch nicht, das weißt du doch. Ach, fuck, ich brauch geschmiedetes Eisen. Ja, dann hol dir doch welches. Ja. Tschups. Das Kabel sieht aber hier gefährlich aus. Oh. Ja, ne? Warum ist die Tür bestätigt? Wahrscheinlich, weil da irgendwann mal Zombies gegen gekloppt haben, als sie in irgendeiner Nacht eventuell in unsere Basis eingedrungen sind, durch irgendeinen komischen, ominösen Gang. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mag wohl lange her sein. Ich weiß nicht, welche Gänge du meinst. Die Gänge, die jetzt zu betoniert sind? Da waren die Gänge. Warum ist dann da so viel Beton? Oh! Ich dachte ganz kurz, das wärst du, aber nein, das ist eine Schreitussi gewesen. Und gleich mit einem Headshot gleich ins Nirvana geschickt. Und ist es so nett und gibt mir auch die Bolzen wieder. Das ist aber sehr nett. Ja, finde ich auch. So. Bis zum Höhleneingang. Sehr schön. So, das ist schön. Nein! Den wollte ich. Was willst du? Ich rede mit meinem Boden. Mit deinem Boden? Hallo Boden, wie geht's dir? Erzählt er auch was? Nö, das ist relativ still. Er ist staubtrocken. Das wird gefährlich. Ist eher so ein ruhiger Typ, der Boden, weißt du? Ein ruhiger Boden. Hm. Ja. Ist recht angenehm, mit dem kann man ganz nett abhängen. Er stört nicht. Er nervt nicht, er erzählt nicht so viel. Genau. Der ist einfach nur da. Und hält einen fest. Verhindert, dass man irgendwo runterfällt. Aha. Chilliger Typ, der Boden. Thank you.
Was machst du gerade? Ich mache hier die Stacheln gleich aus Metall. Und da ich klug bin, habe ich ein Frame auf die Stacheln gesetzt, damit ich die letzten Stacheln da machen konnte. Cool. Weil die wollten ja hier irgendwie links an diesen Stacheln vorbei. Dann haben sich da ja zahlreich geopfert. Darum dachte ich mir, hey, machst du hier den Graben nochmal, verlängerst den nochmal. Und ja, sieht gut aus. Okay. Und wenn ich gerade dabei bin, kann ich dasselbe nochmal hier auch machen. Noch hin. Nee, es geht jetzt hier komisch nicht. Hier komme ich jetzt nicht dran. Und was machst du? Ich baue an meinem Highway weiter. Das ist ja mein Dauerprojekt. Also du hast schon gemerkt, dass man auf diesen Highway scheiße fahren kann, ne? Ne, ich meine mit dem Sand. Also mich hält da mit meinem Moped eher auf. Wir sind ja noch nie ganz lang gefahren. Das mit dem Sand war halt mal ein Versuch, weil man tollst, das geht so kaputt. Nee, aber du kannst es doch einfach nur freiräumen. Ja, aber ich wollte, dass der sich halt einfach optisch etwas unterscheidet. Ich hatte mir das auch etwas anders vorgestellt, als es jetzt ist. No. Ich wollte es ja nicht schlecht machen. Ich meine, du kannst ja Bereich freiräumen, ist vielleicht ein bisschen begradigen und das würde ja schon eigentlich reichen. Ich dachte mal, so sieht man den halt auch einfach. Oh, es ist schon wieder. Aber so weiß man gleich. Ich meine, klar, ich könnte den natürlich auch komplett mit Fackeln begrenzen. Aber jetzt habe ich schon so viel Zeit mit dieser doofen, sandigen Erde da verbracht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die ganze Erde wieder wegzuräumen, krieg ich's Kotzen. Aber na, so könnte ich natürlich ganz viel Steine verbraten. Ich mach das einfach aus Pflastersteig, das Ding. Ja, Steine haben wir genug, das ist wohl wahr. Ja, eben deswegen, ja. Ach ja, Bäume wollte ich fällen. Ich hab kein Holz mehr. Und ja, man könnte Kettensäge benutzen, aber nein. Ja, ich könnte hier dafür, für dieses ganze Graben, könnte ich ja auch den Erdbohrer benutzen. Das verbraucht zu viel Benzin. Das finde ich auch. Und da man irgendwie Benzin nicht mehr selber herstellen kann. Früher ging das ja, da konnte man aus Mais Benzin herstellen. Vielleicht geht das immer noch oder wieder, keine Ahnung, vielleicht habt ihr es. Ja, vielleicht gibt es ja einen Trick, aber wir kennen ihn noch nicht. Das kann ja sein. Benzin, ja, aus Ölschiefer. Super. Ja, ja. Wo kriegst du Ölschiefer her? Ja, eben, genau das ist es nämlich. Also wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wo kriegen wir Ölschiefer her? Oder können wir das selber anbauen? Würde mich auch interessieren. So, das heißt, der ganze Sand verschwindet jetzt wieder. Vielleicht irgendwie in der Chemiestation. Haben wir eine in der alten Basis, ne? Nee, Ölschiefer kann man nicht herstellen. Bist du in der alten Basis, oder? Nein, Ölschiefer können wir nicht herstellen. Ja, manchmal siehst du auch in den Dingern andere Baupläne, oder nicht? Oder? Ja, du siehst, wenn du das direkt in die Suche eingibst, siehst du eigentlich, was du machen kannst. Okay. Hätte sein können, dass du da an der Chemiestation noch andere Baupläne hast. Nee, dann wird dir höchstens angezeigt, das kannst du nur an der Chemiestation herstellen. Ah, okay. Dann war das ein anderes Spiel. Outlaws, da war es zum Beispiel so. Da konntest du nämlich nur das bauen. Nur craften das, was dir angezeigt wird, aber wenn du dann irgendwas gebaut hast, keine Ahnung, irgendwas für Schuhe oder so, zum